Wir zeigen hier eine Zeichnung der deutschen Künstlerin Rosemarie Trockel, ohne Titel, dafür mit explizitem Inhalt. Es handelt sich dabei um eine bearbeitete Kopie einer Zeichnung des deutschen Künstlers Ernst Ludwig Kirchner, bekannt für seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des deutschen Expressionismus und für seine Vorliebe für Mädchenakte. Trockel hat zu Beginn der 1990er Jahre aus einem solchen Mädchenakt einen männlichen Akt gemacht. Der Haarschnitt lässt gar vermuten, dass Trockel den Künstler selbst bloßstellt. Kontrovers? Für die Verfechterinnen und Verfechter des kunsthistorischen Kanons ja. Aus heutiger Sicht jedoch ist Kirchners Fokussierung auf minderjährige Mädchen mindestens ebenso kontrovers zu diskutieren.